Eye-Gaze Interaction. Interaktion mit den Augen. Warum hier eine Katze drauf ist, werden wir gleich noch sehen. In diesem Block betrachten wir, wie die Blickbewegung unserer Augen für die Interaktion genutzt werden und wie Benutzungsschnittstellen, welche dieses verwenden, funktionieren. Wir betrachten, welche Parameter wir messen können, um die Blickbewegung festzustellen, werden erklären, was das Midas Touch Problem ist und welche Implikationen das für Benutzungsschnittstellen hat, die wir mit den Augen steuern. Wir werden die Begriffe Fixation, Saccaden und Smooth Pursuit betrachten. Es gibt verschiedene Beispiele für Interfaces, für Benutzungsschnittstellen, die mit dem Blick gesteuert werden. Und wir werden auch betrachten, welche Anwendungen durch die Nutzung von Blicksteuerung profitieren können. Wenn wir jetzt das Auge betrachten, dann ist das Auge in erster Linie zum Sehen da. Das heißt, wir verwenden das Auge nicht als Ausgabe, sondern zum Sehen. Das heißt, wir schauen irgendwo hin, bewegen den Kopf, aber bewegen auch unsere Augen. Und wenn wir jetzt die Augen genauer betrachten, dann sehen wir, dass das Auge schnelle Bewegungen macht, dann an einer Stelle bleibt, da bewegt sich ein kleines bisschen, dann zu einer anderen Stelle springt und so weiter. Wenn wir bewegte Objekte haben, zum Beispiel wenn wir im Auto fahren und einen Baum fixieren oder wenn wir im Zug fahren und Sachen sehen, dann sehen wir, dass das Auge langsam am Objekt folgt und dann wieder einen Sprung macht. Und die Sprünge werden als Saccaden bezeichnet. Die Stellen, wo wir drauf schauen, wo wir bleiben, werden als Fixationen bezeichnet und die Bewegung wird als Smooth Pursuit bezeichnet. Ein weiterer Parameter, den wir messen können, wenn wir das Auge anschauen, ist, wie weit ist unsere Pupille offen oder wie weit ist die zu. Und was wir sehen am Ende dieses Blocks, dass unsere Augen natürlich auf Licht reagieren, dass sie aber auch darauf reagieren, wie schwierig die Aufgabe gerade ist, die wir lösen oder mit der wir uns beschäftigen. Jetzt haben wir hier ein Stück Video, da liest eine Person und hier sehen wir zwischen dem Blinzeln, dass sich das Auge bewegt, das heißt, es springt über die Zeile, das sind die Saccaden und dann sind immer wieder Fixationen auf dem Wort, das gelesen wird und dann wird wieder zum Anfang der Zeile gesprungen und dann wird wieder entlang der Zeile gesprungen. Das heißt, wenn wir das hier betrachten, sehen wir, dass es eben ja, die Sprünge gibt und die Fixationen. Wenn wir jetzt einen Eye-Tracker betrachten, dann ist das Prinzip, was wir tun, wir schauen das Auge mit einer Kamera an und wir versuchen, die Bewegung des Auges zu messen. Und was wir da eben brauchen, wir brauchen die Bewegung des Auges. Jetzt ist es aber so, wenn ich irgendwo hinschaue, dann bewege ich natürlich auch meinen Kopf mit. Frühe Eye-Tracker hatten das Problem damit gelöst, dass sie den Kopf einfach eingespannt haben. Das heißt, dass der Proband den Kopf nicht bewegen konnte. Aktuelle Eye-Tracker kompensieren das. Also die Blickverfolger betrachten sowohl die Kopfbewegung wie die Augenbewegung und kompensieren eben die Kopfbewegung, um eben die Augenbewegung in Summe mit der Kopfbewegung zu betrachten. Und was natürlich interessant ist, wir wollen wissen, wo wir in der echten Welt hinschauen. Also wenn ich jetzt irgendwo hinschaue, dann kann ich das mit meinen Augen tun, aber ich kann es auch mit meinem Kopf tun. Typischerweise ist es eine Kombination aus beiden. Und wenn wir jetzt einen Blickverfolger anschauen, einen Eye-Tracker, dann haben wir typischerweise, bekommen wir Koordinaten, wo der Benutzer hinschaut, also X und Y, in einem bestimmten Weltkoordinatensystem, zum Beispiel in einer Weltkamera, werden wir gleich noch sehen. Und wir kriegen alle 10 Millisekunden zum Beispiel einen XY-Wert, um zu wissen, wo die Person hinschaut, zum Beispiel wenn der Eye-Tracker mit 100 Hertz funktioniert. Häufig kriegen wir dann auch noch einen Wert, wie stark die Pupille geöffnet ist. Und wenn wir das jetzt hier auch wieder sehen, die Bewegungen sind sehr klein und das ist das, warum eben ein Eye-Tracker zu bauen gar nicht so einfach ist. Es gibt eine ganze Menge an Firmen, die das tun, es gibt auch eine ganze Menge an Open-Source
Software und Projekten, wo man sich das anschauen kann und eigene Systeme bauen. Ein solches Projekt haben wir auch mal gebaut an der Uni Stuttgart damals noch. Das ist ein Eye-Tracker und was Sie hier sehen, das sind zwei Kameras. Eine Kamera, die nach vorne schaut, ist die Weltkamera, das heißt, wo der Benutzer hinschaut. Die andere Kamera schaut ins Auge und was die Software dann macht, die Bewegung des Auges wird umgerechnet auf, wo schaut die Person in dem Bild, was wir von der echten Welt aufnehmen, an. Und um das Mapping herstellen zu können, um die Beziehung herstellen zu können, brauchen wir eine Kalibrierung. Das heißt, so typischerweise ist es so, man schaut einmal unten links, oben rechts und so weiter. Das heißt, man schaut eine gewisse Menge an Punkten in der echten Welt an und kann damit dann das kalibrieren. Und wir haben zwei unterschiedliche Typen von Eye-Trackern, von Blickverfolgern. Die einen, die setzen wir auf, was wir hier sehen, oben von Tobi, was eine der führenden Technologien ist. Das ist eine Brille, die hat die Kamera integriert und eine Kamera, die dann auch aufs Auge schaut und ein kleines Gerät, das man mit sich trägt oder eben hier unten das selbstgebaute 3D-gedruckte Gestell. Und die andere Option ist, dass wir Eye-Tracker haben, die auf dem Tisch stehen oder im Monitor integriert sind. Und was wir da haben, ist, dass typischerweise zwei Kameras zum Benutzer hinschauen. Bei den ganzen Verfahren ist es häufig so, dass auch noch eine Infrarotquelle verwendet wird, eben um bestimmte Sachen besser sichtbar zu machen, um eben den Winkel, mit dem sich das Auge bewegt, einfacher messbar machen zu können. Und auch hier haben wir das, dass eben sowohl die Augen- wie auch die Kopfbewegung auf das übertragen wird, dass wir wissen, wo die Person auf dem Bildschirm hinschaut. Und auch da haben wir es so, dass wir typischerweise einen Kalibrierungsprozess haben, wo eben bestimmte Punkte angezeigt werden, die wir anschauen müssen. Und wenn wir die angeschaut haben, dann hat das System sich gemerkt, wie unser Auge schaut, wenn es an der oder der Stelle ist. Und damit können wir dann den Blickverfolger verwenden, um eben den Blick aufzuzeichnen. Es gibt noch eine ganze Menge an anderen Technologien, wie man das verfolgen kann. Hier sind optische Technologien, das ist auch die Mehrzahl der Sachen, die genutzt werden. Man kann am Augenmuskel messen, man kann eine Kontaktlinse ins Auge legen, die bestimmte Funktionalität hat. Aber im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion ist der visuelle Eye-Tracker eigentlich das dominant verwendete. Welche Arten von Interaktion haben wir jetzt? Wir haben als das eine Fixation. Wir schauen auf bestimmte Bereiche. Das obere, was wir hier sehen, das hier ist ein Spiel und man steuert mit dem Auge das Ziel und in dem Fall hat man mit der Space-Taste dann abgedrückt und man konnte eben dann die Fische abschießen und hat dafür Punkte bekommen. Wenn man den hier erlegt hat, das war der Moorfisch, dann wurde das ganze Wasser trüb für eine gewisse Zeit. Also das heißt, man hatte ein Spiel, wo die Fixation die Auswahl des Ziels war und wo man eben mit einer Taste das ausgewählt hat. Was wir hier sehen, ist eine sogenannte Heatmap. Das heißt, jemand, der den Artikel gelesen hat, hat eben hier relativ viele Fixationen gehabt. Hier hat er eher keine Fixationen gehabt. Hier hat er wieder viele Fixationen gehabt. Das heißt, wir addieren die Fixationen auf und je mehr Fixationen, desto mehr rot wird die Stelle. Und was wir hier sehen, das ist ein Scan-Pass, wo eben auch die Dauer der Fixation, das heißt, wir sehen hier, welche Punkte jemand nacheinander angeschaut hat und wie lange er an den bestimmten Stellen geschaut hat. Das sind typische Visualisierungen, mit denen wir die Fixationen anzeigen können. Wenn wir Fixationen verwenden, dann sind die eben an absoluten Stellen, also wie hier eben an dem Fisch, und deshalb brauche ich eine Kalibrierung. Das heißt, ich muss kalibrieren, um eben damit arbeiten zu können. Smooth Pursuit ist was, wo wir mit dem Auge einem Objekt folgen. Das ist so ähnlich, wenn Sie wo stehen und ein Auto fährt vorbei, dann können Sie mit dem Auge dem Auto folgen. Und was jetzt hier die Idee ist, wenn wir Objekte auf dem Bildschirm in einer bestimmten Form bewegen, zum Beispiel, wie wir hier sehen, unterschiedliche Formen, dann können wir anhand des Pfads, das das Auge nimmt, sagen, welches der Objekte der Benutzer verfolgt hat. Also die Person verfolgt jetzt eben das rote Objekt und dann sehen wir das. Das Schöne daran ist, wir brauchen keine Kalibrierung, weil wir eben aus der Dynamik, aus der Bewegung
das Match, also den Zusammenhang herstellen können, auf welches Objekt hat die Person geschaut. Ein weiterer Punkt sind Gesten mit dem Auge. Und was wir hier sehen, ist ein Beispiel von Heiko Treves aus seiner Dissertation. Da ist die Idee, ich habe jetzt zum Beispiel hier den Media Player und jetzt kann ich natürlich um den Media Player zum Beispiel im Uhrzeigersinn herumschauen und kann sagen, naja, wenn ich im Uhrzeigersinn herumschaue, dann heißt das nächstes Lied. Wenn ich gegen den Uhrzeigersinn alle Kanten abfahre, dann heißt das letztes Lied. Das heißt, ich bin in der Lage, Kontrolle auszuüben, indem ich entlang von bestimmten Linien mich bewege. Das heißt, in dem Fall habe ich eben die Fixationen auf den Ecken und zwischendrin Sakkaden. Hier habe ich den gleichen Vorteil wie bei Smooth Pursuit, dass ich keine Kalibrierung brauche. Bei Anwendungen habe ich jetzt vier größere Bereiche hier vorgestellt. Das erste ist Barrierefreiheit. Für Menschen, die außer den Augen nichts bewegen können, ist es sehr hilfreich, wenn sie die Augen dann nutzen können, um Systeme zu steuern. Wie wir hier zum Beispiel sehen aus dem Paper einen Rollstuhl, der mit benutzt wird, oder eine Tastatur. Damit sind Leute in der Lage zu kommunizieren oder sich fortzubewegen, obwohl sie eben keine anderen Muskeln bewegen können als die der Augen. Was wir da häufig sehen, sind Tastaturen oder bestimmte Benutzeroberflächen, die eben genau darauf optimiert sind, dass wir die mit dem Auge bedienen. Und wenn wir jetzt von Menschen ausgehen, die außer dem Auge keine weitere Aktivität tun können, dann ist es so, dass wir häufig Dwell-Time verwenden. Das heißt, um was auszulösen, muss ich jetzt mit dem Auge zum Beispiel einen Buchstaben auswählen und dann 2 Sekunden draufschauen. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird der Buchstabe ausgewählt, dann kann ich zum nächsten gehen. Ein weiterer Bereich, in dem Eye-Tracking sehr viel eingesetzt wird, ist im Bereich der Analyse und das ist sowohl in der Marktforschung wie auch im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion. Hier sehen wir von Blickshift, das ist eine Firma, die bietet Analyse-Tools an. Ja, Beispiele, wie das aussieht, das eine sind Heatmaps oder ScanPaths und das heißt, wir sind in der Lage nachzuvollziehen, wie eine einzelne Person zum Beispiel ein Bild angeschaut hat oder ein User-Interface und wir sind in der Lage auch zu betrachten, wie Gruppen von Leuten Sachen anschauen. Also schauen denn alle an die Stelle oder schaut ein Großteil der Personen an die Stelle oder haben die meisten eben diesen Pfad, wenn sie irgendwas anschauen. Ein dritter Bereich ist die Adaption von Displays. Hier habe ich 2 Beispiele. Das erste ist ein System, das dynamisch scrollt. Also das heißt, ich lese einen Text und immer wenn ich ein Stück weiter nach unten gekommen bin, fährt der Text automatisch hoch. Das heißt, ich habe einen endlosen Text, ich muss gar nicht scrollen. Einfach, wenn ich weiterlese, geht der Text weiter. Und wenn ich aufhöre zu lesen, weil ich was nachdenke oder weil ich in Gedanken bin, dann bleibt der auch stehen. Das heißt, ich sehe, dass der Text automatisch immer an der richtigen Stelle ist, ohne dass ich was tun muss. Das zweite ist ein Beispiel, was die Dagmar Kern in ihrer Dissertation gemacht hat. Was wir hier sehen, ist, kleines Display und ein großes Display. Wir haben das sehr häufig, dass Leute mit 2 Displays arbeiten. Hier war der Kontext zum Beispiel das Automobil. Ich habe ein Display im Automobil und ich habe eben die reale Welt, auf die der Nutzer schaut. Und hier war die Idee, ich verwende Gaze Tracking, um die letzte Position auf dem Display zu highlighten, was wir hier sehen. Hier haben wir den letzten Punkt. Und was wir zeigen konnten an der Stelle ist, dass das es viel schneller gemacht hat, wenn man eben zu dem Display zurückkommt, zu wissen, wo man war, um dann weiterzugehen. Ein letztes Beispiel, was ich noch habe, ist automatisiertes Zuschneiden von Bildern. Und was hier eben verwendet wurde, ist, man hat sich angeschaut, wie Leute Bilder betrachten und hat dann eben auf der Basis, auf der Heatmap festgestellt, was sind die wesentlichen Bereiche und konnte dann automatisch die Bilder auf diesen Bereich zuschneiden und zu sehen, was ist denn das Interessante in einem Bild. Das heißt, was wir hier sehen, sind 4 Bereiche. Barrierefreiheit, die Analyse von Interfaces, von Bildern, von Texten, die Adaption von Benutzungsschnittstellen, von Displays und die Adaption von Medien, was hier als Beispiel das Zuschneiden von Bildern ist, wo Augeninteraktion sehr nützlich ist. Wenn man sich mit dem Bereich Augeninteraktion weiter beschäftigt, ist es sehr angeraten, diesen Aufsatz als Startpunkt zu nehmen.
Es ist sehr beeindruckend, was eben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre schon an Forschung gemacht wurde. Die Eye-Tracker haben noch nicht so gut funktioniert, aber viele der Ideen, die heute nun umsetzbar sind, wurden da, insbesondere von Rob Jacob, schon ausprobiert und publiziert. Also er hatte in den frühen Arbeiten schon die Idee, Objekte zu selektieren, hier Schiffe, hatte die Idee, dass man mit den Augen Objekte bewegen kann, also das Scrollen von Text oder auch die Auswahl von Menükommandos. Jetzt gibt es ein fundamentales Problem, wenn wir Eye-Tracking-Systeme anschauen. Und das wird als Midas Touch bezeichnet. Und da wir das Auge verwenden, um zu schauen, ist es eben so, wir schauen dorthin, was uns interessiert. Und wir sind auch gewohnt, wir können überall hinschauen, ohne dass was passiert. In dem Moment, wenn wir jetzt das Auge als Eingabe nehmen, dann ist die Frage, wie machen wir denn die Auswahl? Wenn ich jetzt alles, was ich anschaue, automatisch auswählen würde, nehmen Sie an, Sie schauen auf eine Tastatur und jeder Buchstabe, den Sie anschauen, wird ausgewählt, damit könnten Sie nicht schreiben. Und Midas Touch ist die Analogie, der König, der alles, was er angefasst hat, ist zu Gold geworden und das ist auch nicht gut ausgegangen. Und was wir eben hier sehen ist, wenn alles, was wir anschauen, aktiviert wird, also zum Beispiel Kommandos ausgelöst werden, wenn wir eine Benutzungsschnittstelle haben und da einfach die Augenposition als Mausposition nehmen, dann wird es nicht funktionieren. Und deshalb ist eine der großen Herausforderungen zu unterscheiden, wann möchte der Benutzer nur schauen und wann möchte der Benutzer ein Kommando auslösen. Eine triviale Sache ist das eben, dass man ein anderes Medium verwendet, um das auszulösen. Also zum Beispiel hat man einen Knopf, um was auszulösen. Das heißt, man verwendet den Blick, um was zu selektieren und eine Taste, um das auszuwählen. In vielen Bereichen geht es nicht, insbesondere im Bereich der Barrierefreiheit. Eine weitere Option ist, dass man zum Beispiel das Blinzeln, also man wählt was mit dem Auge aus, blinzelt und wählt damit dann die Aktion aus. Dwell Time ist ein anderes, das heißt, dass ich eine gewisse Zeit drauf schauen muss. Das heißt, ich schaue auf den Buchstaben und wenn ich 2 Sekunden auf den Buchstaben schaue, dann wird er getippt. Bei Dwell Time haben wir das Problem, dass es natürlich die Interaktion langsamer macht und hier, das ist immer noch ein aktives Forschungsfeld, eben die Frage, wie kann ich am besten unterscheiden, wann die Person schauen will und wann die Person etwas auslösen will. Jetzt haben wir noch die Frage, was sagt uns die Pupille? Ich fand den Textpost ganz interessant und ich habe nach Pupille gesucht und habe dann hier festgestellt, dass es eine Katzenuhr gibt. Ja, wenn man ein bisschen genauer reinschaut, es ist nicht falsch, was hier erzählt wird, dass man schaut der Katze ins Gesicht und kann die Uhrzeit sagen. Es ist aber ziemlich trivial, weil es eben mit der Helligkeit zu tun hat. Aber jetzt wirklich, was sagt uns die Pupille? Die Pupille ist eine Art Blende für das Auge. Und was wir ganz normal haben, wenn wir rausgehen und es ist sehr hell, dann wird die Öffnung kleiner und es kommt weniger Licht ins Auge. Wenn wir ins Dunkle gehen, wird die Öffnung weiter und es kommt mehr Licht hinein und wir sehen mehr. Das ist der große Effekt. Was wir jetzt aber auch sehen, ist, dass unsere kognitive Last, also wie stark wir nachdenken müssen, wie schwierig die Aufgabe ist, eine Auswirkung auf unsere Pupillengröße hat. Das heißt, wenn wir eine schwierige Aufgabe machen, wird unsere Pupille größer. Und wenn wir eine leichte Aufgabe machen, wird unsere Pupille kleiner. Der Effekt ist viel kleiner wie der Unterschied in Helligkeit. Aber das heißt, wenn wir die Helligkeit gleich lassen, dann können wir anhand der Pupillengröße oder der Veränderung der Pupillengröße sagen, wie schwierig die Aufgabe für die Person ist. Und was hier Bastian Pfleging gezeigt hat, man kann ein Modell aufbauen, wo man eben den Beleuchtungsunterschied kompensiert, um eben auch die kognitive Last auszurechnen, wenn sich auch die Umgebungshelligkeit ändert. Und damit sind wir mit dem Auge durch den Block durch. Hier einige Fragen zu dem Thema, zur Wiederholung und eine ganze Menge an Referenzen. Wie gesagt, die Arbeiten von Rob Jacob aus Anfang der 90er Jahre sind sehr zu empfehlen, wenn sich jemand damit beschäftigt, weil selbst heute sind viele Arbeiten, die nicht wesentlich darüber hinausgehen. Und damit bin ich am Ende. Hier noch unsere Lizenz. Danke fürs Zuschauen.